Herzlich willkommen, meine Lieben, zurück zu Dragon Age Origins. Wir sind gerade hinter der Todeslinie, haben Hespit gefunden, eine scheinbare Geliebte von Branka. Und wir wollen jetzt einfach mal schauen, ohne große Umschweife, was hier denn geschehen ist. Wie, was hat hier gegrunzt und sie ist auch in diese Richtung gelaufen? Sie war besessen. So lautet das. Verfluchte Kreaturen! Dunkle Wut. In ihr war nichts mehr. Nur wie ihr wünscht. Natürlich. Zwei Stück, na toll. Wie ihr wünscht. Au! Aua! Natürlich. Hallo? Lass mich runter! Lass mich runter! Ich glaube, es ging dir gut, mein Freund. Ich bin gerade erschrocken. Da geht's, glaube ich, nicht weiter. Nö. Aber wo ist sie hingelaufen? Ich glaube, dass es hier weitergeht. Wir wollten fliehen, aber sie haben uns gefunden. Hier und verwandelten uns. Okay. Das heißt, ich gehe auf jeden Fall nochmal hier in die Mitte rein. War das hierher? Unheilvolle Tür, ne? Dann. Ja. Nein. Ich glaube okay, nicht. Dann müssen wir auf jeden Fall erst nach rechts. Also jetzt von der Brücke aus gesehen nach rechts, jetzt natürlich nach links. Was ist los? Hier ist Pete. Bonama. Ich dachte, es wäre längst zu Staub zerfallen. Ach, das ist jetzt hier Bronama. Okay. Aber es scheint ja, als wären diese Gäste etwas freundlicher. Aber was? Ich muss ja weiter hier gehen. So, jetzt habe ich auf jeden Fall die ganze Legionärsrüstung. Ich spüre. Oh ja, na ganz toll. Gut, fangen wir an. Das sollte kein Problem. Oh, die sind super stark. Aufgepasst! Das hatte ich nicht gedacht. Na komm, hallo. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da von den ganzen Leuten hier angegriffen werde. Was ist jetzt passiert? Aber jetzt, die sind ja alle noch hier. Warum verschwinden die denn nicht, hä? Hm. Jetzt können wir aber wahrscheinlich durch diese Metalltür dort gehen. Kann ich mir gut vorstellen. Die Männer töten sie. Das ist eine Gnade. Sie wollen die Frauen berühren, verformen, verändern. Bis in ihr nur noch sie. Was? Aufgabe erfüllt. Bereit für die nächste. Wo bist du denn? Sie haben Laryn genommen. Sie musste unsere Freunde essen. Ihrem Ehemann das Gesicht ab. Oh, Alter, Und sein Blut. Das ist total krass, was wir gerade erleben. Also sie, ich glaube, dafür können wir aber ewig leben oder so, kann ich mir gut vorstellen. Und während sie aß, wuchs sie. Sie schwoll an, wurde grau und roch dann so wie sie. Sie haben sie zu ihren... Das Gleiche gemacht. Und dann... Brutmutter.
Natürlich. Ah! Gut. Was ist das denn? Nein, lass mich runter, 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 nein, 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 nein. Ich mach hier weiter, die können die Brücke runter machen. Ist das eklig, ist das eklig, ist das eklig, ist das eklig. Auf Wiedersehen. Nein, nein, hallo, wo bin ich? Komm schon, oh nein. Was? Ich hab den gerade geheilt. Aber gerne. Na komm schon. Wo ist dein letzter Schuss? Sehr gut. Oh, was war das so? Jetzt tu nicht so, als hättest du den letzten Schlachter gemacht. Ogren. Da könnte ich mich jetzt selber drauf aufregen. Oh, was war das? Waldläufe. Assassine. Das Land und die Wildnis. Das nehmen wir mal. Klugheit, ja, brauchst du jetzt eigentlich jetzt große Konstitution und Stärke. Guck mal, stehlen habe ich schon perfektioniert. So, zack. Kurz, ist das nicht ganz erzählt? Oder? Machen wir das mal. Ja, würde ich gerne machen. Jetzt war das auch richtig Spaß, wo wir also wirklich auch noch so die ganzen. Oh, ist das eklig. Ist es eklig? Aber wo ist sie hin? Daher kommen sie. Darum hassen sie uns. Darum brauchen sie uns. Deshalb nehmen sie uns mit und füttern uns. Aber die wahre Abscheulichkeit besteht darin, dass jemand das zugelassen hat. Branka, meine Geliebte. Der Stein hat mich bestraft, Traumfreund. Ich sterbe an etwas, das schlimmer ist als der Tod. Verrat. Okay. Oh, ist das eklig. Hier geht es ja glücklicherweise nicht weiter. Ich kann ja glücklicherweise auch nicht runter... Hallo, lass mich durch. Ich kann ja auch glücklicherweise nicht runterfallen. Oh, war das eklig. Jetzt bin ich maßlos übertrieben wahrscheinlich. Maßlos übertrieben. Maßlos über...
Ja, das ist schon krass, aber ich glaube, wir müssen ihr, glaube ich, folgen. Amboss der Leere, okay. Vorher möchte ich mal gerne. Nein. Ich würde gerne gucken kurz, ob ich mir irgendwie was von den neuen Sachen schon mal einmal anziehen kann, warte. Das müsste ja dann über. Ja, entweder man macht diesen hier und geht über die Tasche. Hat sie vielleicht irgendwie was, was sie anziehen kann? Wir haben neue Sachen gekriegt. 7. Ah ja, das ist sogar besser. Okay. Nee, da habe ich schon das beste, bessere Mühsal. Wow, aber hier Erschöpfung 26, 25, eieiei. Warum kann ich das denn nicht anziehen? Ach so, okay. Das sind Steinbrecher. Nein, nicht Plunder! Sorry, jetzt habe ich geschrien. Kein Plunder. Und da ist er auf Zerstören drauf. Das wäre natürlich das geilste ever. Ich wollte doch hier, vergleichen. Ja gut, na, hat aber eine Erschöpfung. Und wie sieht's aus? Oh Gott. Ich sehe aus wie ein Gladiator. Gladiator. Aber wir gehen dann mal in die, an den Amboss der Leere. Mal gucken, wie es da weiter aussieht. Ach so, das ist so ein neuer, ein neuer Dings. Aber ich würde wahrscheinlich erst nach Osama gehen und ein paar Sachen zu verkaufen. Seid mal nicht böse. Aber das empfinde ich tatsächlich als sehr, sehr wichtig, als jetzt direkt zum Amboss weiterzugehen. Weil ich habe kaum Platz, wenn ich da jetzt wieder so viel finde. Das wäre ein bisschen doof. Und es kommen ja keine Kämpfe mehr, weil ich alles getötet habe. Oh, war das eklig, diese Brutmutter. Wow. Das wäre echt super eklig. So, und jetzt kann ich erstmal einige Sachen verkaufen. Und dann werden wir auch weitersehen. Bei Garen. Habt ihr mein Mittagessen gesehen? Ein Stück Flechtenbrot mit einer Scheibe altem Käse und getrockneten Fleischfransen? Nein, haben wir nicht. Ich frage nur, weil man ja nie weiß, ob nicht jemand Hunger bekommt. Lasst mich eure Wahnsinn. Genau. Die beste überhaupt, wisst ihr? Ich bearbeite das Erz nämlich selbst. Das ist bestimmt immer gut. Ja, Blutlinie ist eine ganz schöne Sache. Das ist auch eine schöne Sache. Aber ich werde es trotzdem verkaufen. Das brauche ich auch nicht. Das hat nämlich nur 4-4. Das hat zwar 8. Aber wir sind auch alle besser als die Hörner. Grant hat da auch was Besseres, also auf Wiedersehen. Das müsste sie eigentlich ausgerüstet haben. 6, ne, kann auch weg. Kommt weg, das kommt auch weg. Ja, Ruckschild, also ganz ehrlich mal, ich habe Besseres, ein Besseres. Ja, nee, kann ich das auch weghauen. Komm, nehmen wir auch weg. Das andere reicht auch erstmal. So. Obwohl, benutze ich die jemals? Ich glaube nicht. So, beim nächsten muss man ein bisschen aufpassen. Das kann auf jeden Fall weg, das kann auch weg. Kann auch weg. Kann auch weg.
Den, glaube ich, habe ich an, oder? Nee. Also den werde ich auf jeden Fall noch nicht wegschreiben. Den auch nicht. Das kann wieder weg. Das kann weg. Das bleibt. Bleibt auch erstmal. Die können weg. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen. So. Oh Gott, im Himmel. So viele Sachen. Die mache ich mal nicht weg. So. Sind wir ja auch wieder einigermaßen gut. Ja. Gut im Rennen, würde ich mal sagen. Dieser Part wird jetzt etwas kürzer, damit wir dann im nächsten Part auch direkt dann beim Amboss beginnen können. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Dafür geht es dann morgen auch weiter. Ganz, ganz nahtlos. Ja, ich würde mich natürlich über eine Bewertung freuen, wenn schon so viele irgendwie gucken. Dankeschön nochmal an dieser Stelle. Ja, schreibt mir einfach mal, wie ihr mich gefunden habt oder was ich noch verbessern kann, ob es euch gefällt oder nicht. Schließt ja dann das Verbessern mit ein natürlich. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann das nächste Mal auch wieder einschaltet zu Dragon Age Origins. Tschüss YouTube!